Willkommen zurück auf meinem Weingut. Beim letzten Mal haben wir hier unsere Reben und Oliven gedüngt. Das lief nicht so sonderlich gut. Lag vielleicht auch daran, dass wir hier nahezu 4 Tonnen Gewicht hinten dran hatten. Dieses Mal ist es natürlich die Frage, klappt es besser, wenn wir nur 2 Tonnen hinten dran hängen? Ich weiß es nicht. Ich werde mir erstmals hier so einen Traktor, den es schon länger gibt, nehmen. Fendt. Also schon länger gibt im LS. Werden wir mal ein paar Bahnen mit dem hier fahren und Herbizid ausbringen. Und im Anschluss können wir dann so einen schönen neuen Antonio Carrera nehmen. Carraro. Und können damit versuchen und dann mal schauen, ob es da Unterschiede gibt. Bin ich selber schon mal sehr gespannt. So, Vorwärtsgang. Ich glaube, da kommen wir jetzt nicht rum. Wir drehen mal hier vorne um. So. Schieb mal den dahinter. Dann geht's ab in der Wengert. Mal ein bisschen Spritzer hier. Natürlich auch schön gerade reinfahren, dass wir nicht wieder hängen bleiben hier. Ich muss natürlich auch dazu sagen, das war beim letzten Mal absolut Worst Case. Ich habe hier Rea-Mods drauf, also Matsch und Schlamm alles. Dann extrem volles Fass. Dann auch noch am Hang hier. Und Moment, doch, er spritzt. Ja, all das in Kombination war halt nicht wirklich optimal. Zudem bin ich vielleicht auch noch ein bisschen ungeübt hier in Sachen Weinbau, Olivenanbau und so weiter und so fort. So, müssen wir hier wieder hoch. Auch hier genügt tatsächlich hier jede zweite Reihe. Jetzt bin ich gespannt. Okay, wir graben uns ein. Also hoch geht halt absolut nicht. Beziehungsweise geht nicht mal mit abgeschalteter Zapfwelle. Wenn ich hier fahre, wo nicht gepflügt wurde, Schlupf steigt, aber noch. Ah, ist schwierig. Und jetzt graben wir uns wieder ein. Okay. Heißt am besten fahren wir nur von oben nach unten. Also ich könnte jetzt natürlich sagen, ja, wir packen noch weniger ins Fass rein, beziehungsweise hängen noch ein Gewicht vorne an den Traktor ran. Können wir alles sagen, ja? Warum habe ich mir auch einen Hang ausgesucht? Ich wollte es halt cool haben. So schön sonniger Hang und alles. Falsch gedacht. Na gut. Ich würde sagen, bergrunter ist eh klar, dass es gut geht. Wir nehmen direkt den Terra Truck und schauen wir mal, ob es mit dem diesmal besser läuft wie beim letzten Mal. Dann können wir hier. Können wir uns hier weiter um unsere Reben kümmern? Ich bin schon so gespannt, wie das wird, wenn wir im Vollernter in den Hang reinfahren. Katastrophe pur oder haben wir da annähernd eine Chance? Also bergrunter ist mir klar,
Das wird gehen. Aber berghoch. Da bin ich mir echt unsicher. So, komm her. Häng mal das nächste Fass hier an. So, 1, 2, da müssen wir rein. So, und bergab geht's. Also, ich weiß noch nicht. Gerade läuft's gut. Aber ich merke schon so im einen oder anderen Moment, wie er irgendwie ein bisschen über die Achse schiebt und dann auf eine Richtung geht. Und kommt einmal ein bisschen ins Trudeln, dann wird's schon schwierig. Warum rutscht er so zur Seite? Gut, er ist leichter, wie der Fendt. Aber ich glaube, es liegt auch ein bisschen daran, dass es ein Knicklenker ist. Ganz ehrlich, ich glaube, das macht zu viel aus. Ich will jetzt nichts sagen, aber gefühlt fährt es sich besser, wie beim letzten Mal. Gut, jetzt berghoch ist natürlich nicht so dynamisch, schön ruhig. Aber auch bergunter ging es einigermaßen. Wir müssen da vielleicht noch einmal spritzen. Vielleicht machen wir das fast halber leer. Schauen wir dann mal, ob es dann besser geht. Oh, uiuiui, da waren gerade 90% Schlupf. Gar nicht gut. So, hier rein. Weiter geht's. Jetzt beim Schalten, da geht der Schlupf richtig hoch. Bleib einfach in dem Gang und schalt nicht. Sieht ganz gut aus. Immer das hin und her geschaltet. Jetzt komm. Ja, 2L passt doch. Da müssen wir da rein. Wow. Na doch, schaff mal. Ganz vorsichtig. Eieieiei. Dass ich so in die Schieflage komme, das ist echt nur mit dem Knicklenker hier. Aber gut, jetzt läuft's. Sind wir gleich unten, wunderbar. Noch 2 Bahnen oder so, dann sind wir auch schon wieder durch.
So, da rein. Überleg gerade, soll ich noch einen neuen Weinberg anlegen auf der ebenen Fläche, so als Referenz? Was meint ihr? Das wäre schon lohnenswert, sage ich mal. Weil da werden sich die Fahrzeuge garantiert ganz anders verhalten. Ich will die jetzt nicht hier schlechter darstellen, wie sie sind. Natürlich auch nicht besser, aber... Da müssen wir rein. Also jetzt ist eh mal, jetzt kann ich es nicht machen. Nach der Ernte, wenn die Ernte durch ist. Oder kann ich jetzt... Ne, ich müsste es ausprobieren. Ich glaube aber nicht. Wenn die Ernte durch ist und dann wieder April, März die Ecke ist, dann kann man noch mal versuchen. Vielleicht steht es sogar im Seasons-Kalender. Muss man gleich mal schauen hier. Jetzt will ich doch... Okay. Dachte schon, ich bleib gleich stecken. Eieiei. So, schauen wir mal kurz hier rein. Trauben. Doch, ich kann Trauben noch setzen. Da würde ich sagen... Upsala. Waren wir noch ein paar Trauben? Es war hier so, hätte ich gesagt. Außenrum ein bisschen Gras. So. Schau, das Ganze doch ganz hübsch aus. Zu groß. So. Damit ist der neue Wenger soweit. Ich muss da hinten noch eine Bahn fahren, ja, habe ich mir gemerkt. Aber das mache ich gleich nach dem Video. Jetzt will ich euch direkt noch präsentieren, wie das hier ist mit Herbizid. Wenn wir da jetzt durchfahren. Bin jetzt natürlich auch gespannt, wenn ich die Trauben jetzt so spät gepflanzt habe. Das habe ich noch nie gemacht. Werden die dieses Jahr auch noch was? Da bin ich echt gespannt. So. Fahren wir hier rein. Am schiebsten schon wieder so ums Eck. Natürlich schon mal.
Schauen wir mal. Ist ja mal gerade. Ich merke schon, wie der schwammig fährt, wie der zur Seite rutscht, obwohl wir eigentlich im Ebenen sind. Er zieht auch nicht so gut um die Kurve rum wie ein normaler Traktor. So, schön dadurch. Ganz gefühlvoll fährt er. Dann geht's. Aber sobald er halt anfängt, irgendwie in eine Richtung, keine Chance. Ich würde sagen, zum Abschluss nehmen wir nochmal kurz einen Fendt. Wow. Fast Unfall hier. Wie der Fendt sich fährt. Vielleicht muss ich ja auch dann die normalen Nicht-Terra-Track-Fahrzeuge nochmal fahren, weil ich bin ja nur auf Terra-Track umgestiegen, weil die anderen Berg nicht hochgekommen wären. So, aber das fährt sich hier viel smoother. Der macht doch keinen Mucks, der rutscht keinen Millimeter zur Seite oder so, der fährt so wie ich will. Gespritzt haben wir jetzt alles, aber jetzt können wir auch nochmal das große Düngefass nehmen und die äußerste Reihe fahren, wo ich gerade gegen Ende auch so ein bisschen zur Seite gerutscht bin. Weil das Fass ist schwer. Schwer und wir fahren genau dieselbe Bahn. So, ich lasse Lenkrad jetzt mal komplett los. Der fährt geradeaus, der rutscht keinen Millimeter auf die Seite, nichts. Einfach ein Unterschied wie Tag und Nacht. Und auch hier komme ich viel besser um die Kurve rum. Komm, wir schnappen uns gleich noch einen anderen Schlepper, der kein Terra-Track hat. Drin habe ich doch einen stehen. Der hat hinten Terra-Track. Nehmen wir den hier mal. Komm her. Sehen wir es zwar nichts, aber okay. Wow. Also um Kurve geht er schon mal besser. So, Lenkrad gerade und loslassen. Wie eine 1 fährt er. Gut, das ist auch wieder kein Knicklenker. Das ist ganz normal gelenkt. Das ist die Lösung hier. Also
versteht mich nicht falsch hier. Warum ich den Weinberg an den Hang hingemacht habe, ist, weil Giants in der Vorstellung von dem Antonio Carraro Peck die Fahrzeuge so extrem gelobt hat und extra reingeschrieben hat, ja, hier neue Fahrzeuge, um besonders gut in Hanglagen zu arbeiten und so weiter und so fort. Und wenn die das dazu schreiben, dann baue ich mir halt mal meinen Weinberg an den Hang hin. Gut, klar ist das am Hang mit allen Maschinen schwierig ist, aber ja, es ist halt so schwierig, da den richtigen Traktor zu finden. Hast du einen Traktor mit normalen Reifen? Kommst du den Berg nicht hoch. Kannst aber auf der ebenen Fläche perfekt fahren. Hast du einen Traktor mit Knicklenkung? Fährt sich irgendwie komisch. Hast du einen Traktor mit Terratrack? Kommst du den Berg hoch? Fährt sich aber auch komisch. Das sind so die Kleinigkeiten. Im Endeffekt bräuchte man quasi zwei Traktoren. Den hier. Und den da hinten. Oder halt irgendeinen anderen, der nicht knickgelenkt ist und kein Terratrack hat. Und dann je nachdem, wenn es sein muss, wenn ich einen Berg hochfahren muss, nehme ich den. Und ansonsten nehme ich die andere Variante. Fazit dieses Videos. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Iltis. Ciao, ciao.